Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und ich soll doch mal auf Wer ist das mit Gewitter im Kopf von Worldwide Wohnzimmer reagieren. Also ich bin der Günther. So, gucken wir mal rein. Boah, in sowas bin ich mega Einer schlecht. Einer von euch beiden sieht doch aus wie ein Echsenmensch. Und damit herzlich willkommen zu Wer ist das? Eurem Lieblingsveränderungs-, Verwurstungs-, Vermorfungs-, Verspielungsformat. Heute mit Gewitter im Kopf. Du bist ein Krieger. Jan und Tim, ihr seid am Start. Hello. Ihr habt Bock mitgebracht. Ja, Spiel habe ich eben schon erklärt. Habt ihr direkt verstanden? Nein. Nein. Wir sehen hier gleich Personen, die total verändert sind. Und ihr müsst dann, und auch wir müssen dann hinschreiben, wie könnte diese Person heißen? Was könnte sie beruflich machen? Und wer ist es denn wirklich? Pro ausgefüllten Feld gibt es einen Punkt. Wer ist es wirklich? Das, genau. Pro ausgefüllten Feld gibt es einen Punkt. Und wenn ihr alle ausgefüllt habt, dann drückt ihr auf den Buzzer und alle müssen den Stift fallen lassen. Wer nach den ganzen Runden die meisten Punkte hat, gewinnt und darf sich Wer ist das König nennen. Okay, cool. Nein. Ja, schreibt doch jetzt schon mal euren nächsten Promi in die Kommentare, der beim nächsten Mal von uns verwurstet wird. Ja, und gebt ein Like natürlich jetzt schon mal. Und wir haben übrigens in der Folge auch mit Kyla, glaube ich, die goldene Ananas vergessen, die man ja gewinnen kann. Man darf sie aber nicht behalten. Das ist voll schlecht. Genau. Habt ihr die beiden und gebt dann Kopf kriegen, ja, es gibt auch ganz viele andere tolle Einrichtungsläden. Zum Beispiel Butlers, Zara Home, H&M Home gibt's auch. Ich habe hier einmal die goldene Ananas, einmal den deutschen Comedypreis. Vielleicht beide mal hin. Es ist mir ein Rätsel, wie ihr den bekommen konntet. Uns auch. Voll uns die auch. Waren alle besoffen. Luke Mogul ist auch ein Rätsel. Ja. Also, Gewinner bekommt die goldene Ananas. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ihr arbeitet zusammen, müsst euch also da irgendwie das Blatt teilen. Und es ist natürlich doppelt schwer für euch. Ich kann schreiben. Auf zu Runde 1. Boah, jetzt bin ich mega gespannt. Wer war, also... Es könnte jetzt, könnte es Megan Fox sein, ne? Also Megan Fox in Schön, wo sie damals hier noch nie Botox in der Fresse hatte und sowas, ne? Jetzt sieht die ja aus wie ein Autounfall. Was war's? Beruf? Kellnerin? Ah, wer kann das wirklich sein? Megan Fox, ne? Barbara Salisch. Heidi Klum. Ich sag jetzt einfach Heidi. Heidi Klum, komm, Heidi. Die Heidi ist es. Ist das die Heidi. Oh mein Gott, ich Nein. weiß doch, das ist Michael Wendler. Nee, Heidi Klum. Ich will jetzt nicht laut sagen, weil wir können es ja quasi klauen. Oh. Ja, aber da sind wir uns einig, ne? Nee, das ist eher Caroline Kebekus. Stimmt! Stimmt! Dann nimm das als Alternative. Vor allem, das Geile ist, nicht laut sagen. Was macht Jan 2 Sekunden später? Genau, aber einfach. Sagt es laut. Schnittfall, das ist vorbei! Nein! Darf man denn das Wort noch zu Ende schreiben? Nein. Wort zu Ende schreiben, lasse ich doch gerade mal zu. Nein. Den Aufsatz nein, auch. Nein. So, Benni, du hast gebuzzert. Ich starte einfach mal. Ich sage, diese Frau könnte Uschi Habermann heißen. Und Uschi ist eine coole Streetworkerin. Die ist auch tough, die ist irgendwie 1,95, läuft durch die Straße und kennt ihre Pappenheimer. Ja. Und sie ist aber hauptberuflich Goldschmiedin. Die hat auch ordentlich Kraft in dem Hauken. Und in Wirklichkeit ist es natürlich Michael Wendler. Also ich habe auch Michael Wendler als, wer ist das wirklich? Ich habe Jacqueline Wischmann. Und Jacqueline Wischmann ist Einzelhandelskauffrau. Ganz normal am Supermarkt. Lebt ihr Leben, hat auch Träume, sieht ja nicht aus, hat auch Wandtattoos an der Wand. Ich sehe da keinen. Möchte ich vielleicht irgendwann mal einen ganz tollen Urlaub in Thailand machen mit dem Rucksack. Das sind meine Antworten. Jetzt bin ich bei euch gespannt, was ihr habt. Also diese Person könnte Michael Wendler heißen und der Beruf ist Verschwörungstheoretiker. Oh. Und in Wirklichkeit... Wir haben Caroline Kebekus geschrieben. Ah, okay. Das heißt, ihr habt euer alternative Name ist einfach Michael Wendler, ja. Weil es auch auf der Welt mehrere Michael Wendlers geben könnte. Genau. Okay, verstehe. Ja gut, okay. Wir lösen okay. mal auf. Ich habe das vor allen Dingen jetzt erst verstanden, dass der alternative Name irgendwas Ausgedachtes sein kann und kein Promi sein muss, ne? Bin ich schlau, Mann? Den kenne ich natürlich. Das ist der Wendler. Krass. Was ist das denn für... Ja, Mann. Alter. Naja. Was für ein Kerl wie ein Baum. Wirklich toll. Toll. Egal. Ja, auf zur Runde Nummer 2. Also. Boah. Das ist... sehe ich sofort. Der Kevin Schustermann. Beruf
Leidenschaftlicher Burgerbrater, in Klammern, er isst die Burger immer selber. Also privater Burgerbrater. Wer könnte das? Könnte das aber in echt sein? Ich wollte gerade sagen Gronkh, aber nee, definitiv. Boah, ich bin da so schlecht drin. Ich gehe gerade mal so alle durch. Boah, Axel Stein. Nee, keine Ahnung, wer das in echt sein kann. Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich, das bin ich. Nee, ja, ja. Oh mein Gott. Sorry. Alter Schwede, ey. Das erkennt man aber sofort. Das wäre ein guter alternativer Stil für ihn, finde ich. Ich weiß nicht, wer das ist, ne? Klein Plan. Ich bin ja so schlecht in sowas. Dann fangt mal an, ihr habt ja zuerst gebuzzert. Was habt ihr? Wir haben als alternativen Namen Horst Schleckermann. Schallplattenverkäufer. Ja, auch gut. Ja, das ist natürlich Sturmwaffel. Stell einfach du mal. Ja, gut. Der alternative ja, Name auch. Ulf Pottisch. Und Ulf ist ein Gastronom. Er ist quasi Kellner und gute Seele im Zum Vollen Kessel in Duisburg. Da ist er schon immer da gewesen. Und er ist natürlich Sturmwaffel. Diese Augen, dass ich solche komischen Leute können auch nur aus Düsseldorf kommen. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe alternativer Name Dirk Flotsch. Und Dirk Flotsch ist Fernfahrer und Heavy-Metal-Fan. Und es ist natürlich Sturmwaffel. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. LKW-Fahrer ist auch gepackt. Es ist Sturmwaffel, ganz klar. Ja, gut, am Ende eigentlich hab ich nur das mit Mütze, das gleiche Bild eigentlich, oder? Ah, pfui, pfui. Gut, kommen wir zur Runde 3. What? Hä? War das denn? Hä, wer soll denn das in echt sein? Morgan Freeman? Nee, keine Ahnung, wer soll denn das? Also, erste Mal, der alternative Name ist, Pascal Hesselhoff. Arbeitet. Wo lassen wir den arbeiten? Wo ist denn der gut aufgehoben? Als Lehrer. Ich weiß aber. Nee, sag ich morgen. Freeman. Bin ich bescheuert? Will Smith oder keine Ahnung. ich weiß halt nie, ob sie die Haut auch heller oder dunkler machen. Deshalb. Doch geil, Alter. Ich bin mega sein. Schlecht. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Kann es sein, dass das Gesicht auf kennst eine andere den? Person. Ja. Ach, hä? Ich glaube, ich weiß. Leroy? Vielleicht? Welcher Name ist das? Das weiß ich nicht. Boah, was ist das für ein Beruf? Ich weiß es nicht. Wir sind so. Leroy! Nein, wir haben nicht mal eine Sache. So, ihr habt nichts, ihr habt gar nichts. Wir waren einfach beide überfordert gerade mit der Situation. Ich habe als alternativen Namen habe ich Joe Schmitz. Alternativer Beruf habe ich Boxtrainer. Und oh ja, das ist auch cool. Leroy. Ah doch? Ach ja, ja, oh mein Gott. Ja. Ah. Ich bin Leroy, ich habe Richie Goldman. Richie ist ein Amazon-Lieferant, ganz schlecht gelaunt. Der gibt auch dann irgendwo ab. Also der ist gar nicht daran interessiert, das Paket abzugeben, wo es hin soll, sondern einfach liegt es irgendwo in den Gang. Mhm. Das könnte dann DPD-Bote sein. Ich wünschte, die würden es wenigstens in den Gang legen. Schauen wir mal an, wer es denn wirklich ist. Es ist Leroy. Ganz dass wir da nicht drauf gekommen sind. Leroy auch da bin ich am Ende auch drauf gekommen. Ja. Habt ihr Leroy schon mal kennengelernt? Ja. Netter Kerl, oder? Genau, wir haben schon sogar mehrere Sachen mit ihm gedreht. Wurde auch schon von Funk abgekauft. Wann seid ihr denn dran? Wir haben ein besseres Netzwerk. Unsere Einnahmen können wenigstens noch steigen im Monat. Okay, weiter geht's. Runde 4. True Story, sag ich jetzt einfach mal. Das ist Trumpy Boy, denke ich mal. Ich denke mal, es wird Trump sein. Ne, so von der Statur her könnte das wirklich Trump sein. Aber wir nennen ihn jetzt mal, wie nennen wir ihn?
Wir nennen ihn Horst. Nee, Horst ist es. Geht nicht, der ist zu jung. Wir nennen ihn jetzt Philipp. Philipp Wendler. Ja, wir nennen ihn jetzt Philipp Wendler. Arbeitet definitiv nicht in der Politik. Der arbeitet auf dem Strich. Und ich denke mal, es könnte Trump sein. Also. Ja, doch. Ne? Also von der Statur her so. Als Richter. Genau, Trumpy, also als alternativer Name. Trumpy. Fertig. Haut mal raus. Alternativer Name haben wir Philipp Amthor. Lol. Okay. Alternativer Beruf, konservativer Lobbyist. Und wer ist es wirklich, haben wir Donald Trump. Oh, krass. Nicht schlecht. Was den hast habt du? Ihr wiederum jünger gemacht, ne? Ich hab gar nicht, so wer ist das wirklich, ich hab nicht erkannt. Wie Mike Singer habe ich erst gedacht, also gar nicht. Patrick habe ich nur bei alternativer Name stehen. Und Beruf, er ist quasi FDP, in diesen FDP-Mitglied in der Jugend. Das ist aber kein Beruf. Also hast du gar nichts. Das ist ein Jungpolitiker. Nee, erstmal darf ich noch lesen, was da steht. Ja. FDP-Mitglied steht da. Junge FDP steht da. Ja, und? Und wenn es der Alte ist? Ist okay, was hast Mitglied du? Sein? Da bist du auch bei McDonald's mit du? Was hast du? Also, ich habe alternativer Name, habe ich leider nur Hagen. Reichlich. Dann habe ich Beruf Bettenverkäufer. Der verkauft Betten. Geht auch. Sie sehen so aus, als wenn sie ein Boxspringbett machen. Ja. Wollen Sie mit mir über Jesus sprechen? Nein, gehen Sie weg, kommen Sie nie wieder. Sie brauchen Daunen. Ja. Sie sind ein Daunenmensch. Fragen Sie Ihre Frau. Genau, fragen Sie Ihre Frau. Sie brauchen Daunen. Und es ist Donald Trump. Wer ist es wirklich? Es ist Donald Trump. Wäre so witzig gewesen, wenn jetzt irgendjemand anders herauskommen würde. Nein, da hat er die Infektion. Oder Philipp Amthor, wirklich. Glaubt ihr, dass Trump nochmal Präsident wird? Ich schätze schon, ja. Ich denke mal nicht. Ich glaube aber schon, dass sie ihn nochmal wählen. Weiß. Kommen wir zur, ich glaube, es ist sogar die vorletzte Runde. Also das ist definitiv ein Jeremy Huliganzi, sein Name, Jeremy Huliganzi, arbeitet hauptberuflich als Türsteher. Wer ist denn das aber in echt? Boah, da bin ich jetzt gerade raus. Er hat einen Tätowierungen. Boah. Kevin Wolter oder sowas kann das nicht sein. Oder ich dachte zuerst hier Flying Uwe, aber er hat keine Tätowierung und das sieht man, würde man bei ihm auch an den Armen sehen. Nee, da bin ich. What? Was? Doch. Das ist safe, ich glaube schon. Wirklich? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich hätte gedacht, dieser Heller von Bones MC. Ach, das. Heißt doch, du hast so? Recht wegen dem T-Shirt. Heißt der so? Ja, Bones MC, du hast recht. Oh mein Gott, du bist ja richtig schlau. Krass. Nein. Stopp. Ich habe Excel Gottfried Humpe. Und Gottfried Humpe ist Lagerist. Ja, Excel hat keine Tätowierungen. Und in Wirklichkeit ist es Bones MC. Ach. Ja. Hä? Ah. Bones MC haben wir auch. Was habt ihr noch? Habt ihr noch was anderes? Wir haben als Name einfach Hans und Bordellbetreiber. Das ist gut. Bordellbetreiber ist gut. Ich habe nur alternative Name Jürgen Dick. Und Bones MC. Ja? Da steht es alles vor dir. Kommen wir zum großen. Ja, erstmal lösen wir auf. Es ist wirklich Bones MC. Okay, stark. Oh, das war wohl zu viel Crystal Meth, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja. Kommen wir zum großen Finale. Das ist der. Gottes Willen. Das könnte, ey, ohne Mist, das könnte jetzt wirklich Philipp Amthor sein, ne? Wer ist denn das? Also alternativer Name. Nennen wir ihn jetzt mal ich kenne halt nicht so viele Namen, ich kenne halt nur Kevin, Chantal, Philipp.
Nee, mir fällt echt nichts ein. Tim Klatzi arbeitet als Friseur. aber wer könnte das? Ich keine Ahnung, Philipp Amthor. Würde passen. Stimmt. Nein. Was so. Habt ihr? Also, das ist... Möchtest du es vorlesen? Das ist Peter Nein. Gebehardt. Und was macht er beruflich? Der ist Bibliothekar. Ja, stark. Und in Wahrheit ist es Philipp Amthor. Ja, der Blick passt auch. So. Hätte es aber... Ja, passt. Nein! Dennis, du? Was habt ihr? Ich habe Siegfried Mermischmelz. Wie wird es geschrieben? Mermischmelz. Und er ist ein Physiklehrer, aber sehr streng. Er lässt sich nicht alles gefallen. Was sind wir denn hier? Im Wald? Genau. Genau. Er ist unbedingt. Und es ist Philipp Amthor, richtig. Ich habe auch Philipp Amthor. Ich habe als Beruf habe ich Zahnarzt. So guckt er nämlich in meine Zahnarzt Luke Zahnarzt sollte auch oder Professor so oder so. So guckt er in meine Luke rein. Aber mit dem Bart Zahnarzt und über den Kunden zu hängen, dann ist auch... Ein oh, geil, ey. Werden deine Zähne gekitzelt. Alternativer Name habe ich Dieter Kollwitz. Auch sehr gut. So, es war eine spannende Runde. Jetzt müssen wir endlich mal alles addieren. Jetzt ist natürlich wirklich Philipp Amthor. Hast du einen Anfall? Wenn ich habe gewonnen! Ich habe das erste Mal in Instagram, glaube ich. Ich glaube, das erste Mal hier, ja. Ja! 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 Das ist wahre Freude. Jungs, wir haben noch was für euch, obwohl ihr nicht gewonnen habt. Jeder Gast hier bekommt ein besonderes Geschenk. Oh. Und ich zeige das mal in die Kamera, wer es hier einfängt. Nein. Nein. Und dann seid ihr jetzt auch mal dran. Luki, guck mal vorher. Hey. Boah, Alter. Und das ist euer Geschenk, dürft ihr mit nach Hause nehmen. Viel Spaß damit. Du siehst echt wunderschön ehrlich, aus, du hübsche Frau. Ja, ich würde. Wow. 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 Ist ja, Frau, ne? Das sieht so geil aus. Genau. Der Jan geht wirklich als Frau. Das muss natürlich bei euch irgendwo... Ich wusste gar nicht, dass du Thailänderin bist. Ja, Freunde, haben wir irgendeinen Promi vergessen oder einen Promi habt ihr irgendwie im Kopf, der in der nächsten Folge vorkommen soll, dann schreibt ihn jetzt in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Besucht. Ich möchte Josef Ritzel haben, der wohnt doch bestimmt in eurem Keller, oder? Ja, der hat aktuell andere Sachen zu tun, aber machen wir jetzt mal. Und ich habe eine coole Endcard. Oben geht's für euch. Axel ein Video Post. Von Theo Translucent. Drogerie versus High-End. Und unten gibt's für euch die Wer ist das Folge mit Kyla. Eieieiei! Draufklicken. Daumen nach oben abonnieren. Gesundheit. Auf World und Wiedersehen und Farewell! Ja, es hat mir mega Spaß gemacht. War wieder sehr, sehr geil. Ja gut, ich bin selber in solchen Spielen total gaga. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und wenn ihr mehr Vorschläge habt, einfach wieder über Twitter oder Instagram. Würde mich freuen und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.